Die Zahlen zu den Corona-Toten können Angst machen. Derzeit variieren die Angaben zur Sterberate zwischen unter 1-15%. Die Frage ist, wie verlässlich sind sie? Denn so sehr die Corona-Krise eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist, so sehr ist sie auch eine Datenkrise. Bislang gibt es nur wenig geschlossene Gruppen, die komplett auf das Coronavirus getestet wurden. Eine davon waren Passagiere und Crew des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess. Darauf waren 700 Menschen infiziert und die Sterberate lag bei 1%. Die Passagiere waren aber auch deutlich älter als der Durchschnitt der Bevölkerung und die Sterblichkeit war somit wahrscheinlich auch etwas höher. Wie viele sich in Österreich bereits wirklich mit dem Virus infiziert haben, wissen wir nicht. Der Grund? Hierzulande werden nur Menschen mit Symptomen getestet, die entweder in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu Infizierten hatten. Das Institut für höhere Studien geht davon aus, dass man die bekannte Anzahl mal 3 nehmen muss, damit man der Dunkelziffer näher kommt. Aber auch das ist nur eine Schätzung. Jedenfalls, um der wirklichen Zahl der Infizierten näher zu kommen, bräuchte es repräsentative Testgruppen. Dazu müssten auch Menschen ohne Symptome getestet werden, und zwar quer durch alle Bevölkerungsschichten. Genau das wird in Island gemacht. 5.500 Menschen ohne Symptome wurden dort bisher auf das Virus getestet. Das Ergebnis? Rund 1% war positiv. Aufgrund der geografischen Lage und der Bevölkerungsstruktur ist das Ergebnis natürlich nicht auf andere Länder übertragbar. Es zeigt aber, wie man sich der tatsächlichen Zahl der Infizierten annähern könnte. Solche Tests regelmäßig durchzuführen, wäre laut Experten übrigens ein Schritt in die richtige Richtung. Auch in Österreich. Denn wir testen relativ wenig und tappen, was die wirkliche Anzahl der Infizierten betrifft, ordentlich im Dunkeln. Fraglich ist aktuell auch noch, wie tödlich das Virus für Menschen ohne Vorerkrankung wirklich ist. Eine Studie des obersten Gesundheitsinstituts Italiens liefert dazu ein durchaus überraschendes Ergebnis. Die Analyse von 355 Corona-Toten ergab, dass fast alle an einer oder mehrerer Vorerkrankungen wie etwa Bluthochdruck oder Herzbeschwerden litten und zwischen 80 und 89 Jahre alt waren. Lediglich 3 Personen ohne Vorerkrankungen starben am Virus. Also ohne Wenn und Aber. Das sind 0,8%. Ohne etwas verharmlosen zu wollen. Das große Problem von Corona ist natürlich die rasche Ausbreitung. Wird die nicht eingedämmt, droht die Überforderung unseres Gesundheitssystems. So wie das in Italien bereits der Fall ist. Die vielen Zahlen, die zur Sterblichkeit von Corona kursieren, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Um seriöse Aussagen darüber machen zu können, braucht es nämlich vor allem eines: viel mehr Tests. Wenn etwa hauptsächlich kranke Menschen getestet werden, ergibt sich dadurch insgesamt ein falsches Bild. Und das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen.